Hallo Leute, ihr seid dabei beim zweiten Part von Let's Play Pokémon Diamant. Wir sind hier in Sandgemme. Lucia hat uns ein bisschen rumgeführt, nachdem uns Professor Eibe das Plinfa hochoffiziell geschenkt hat. Danke dafür, ja. So großzügig mit so einem seltenen Pokémon umzugehen, fast schon leichtsinnig, ne? Wow, Pokémon sind so cool. Du kannst sie in Kämpfen einsetzen, damit sie stärker machen. Und damit stärker machen. Oh, ich hätte gern auch so welche. Wäre das cool. Na, du bist halt uncool, dann kriegst du auch keine coolen Pokémon. So sieht's aus. Damit ich nicht vergesse, was bisher passiert ist, speichere ich immer. So, nun kann ich ein Päuschen machen. Löblich, löblich. Arbeitest du auch mal zwischen deinen Pausen? Sandgemme, ein Ort zum was? Ort des Sandes. Ja, geht, nur mal ein bisschen am Strand da, ne? Wir gehen gleich mal südlich. Keine Angst, da kommen wir nicht weit. Haus von Lucia. Nicht das Haus von Lucias Eltern, nein, das Haus von Lucia. Ja. Hallo? Wer bist du? Oh, du bist Marcus. Ja, dann beschäftigst du dich doch auch mit dem Pokédex-Dings und hilfst dem Professor. Wow, meine große Schwester macht das auch. Na dann viel Erfolg. Professor Eib ist also zurück. Er ist wirklich ein bemerkenswerter Mann. Er studiert die Pokémon seit ewigen Zeiten. Mein Sohn und mein Enkelkind helfen ihm momentan bei seinen Forschungen. Ja, auch den Vater haben wir gesehen. Und wenigstens haben die mehrere Betten. Wobei, wir haben den Großvater, wir haben den Vater, wir haben die Lucia und wir haben das kleine Mädchen. Markus liest die Information. Regel Nummer 1 für Abenteurer, öffne das Menü mit dem X-Knopf. Regel Nummer 2, speichere den Fortschritt mit Sichern. Ha, mehr steht da nicht. Das ist ein bisschen lütt. Das ist ja schwach. Ja, da geht ja wohl mehr, ne? Da geht ja wohl mehr. Okay, das ist alles, was die Lucia weiß. Von wegen, die ist mir voraus, ne? Das war alles. Das Ding da, das ist ein Pokédex, stimmt's? Ab jetzt wirst du die unterschiedlichsten Pokémon sehen. Du Glückspilz. Ja, das bin ich wohl. So. Hi. Pokémon werden stärker, indem sie gegen andere Pokémon kämpfen. Du solltest sie regelmäßig im Pokémon Center heilen, damit sie kämpfen und stärker werden können. Ein guter Trainer achte darauf, dass seine Pokémon genügend KP haben und nicht durch zu wenige kampfunfähig werden. Ansichtssache, nicht? Ansichtssache. So, hier im Süden haben wir die Route 219. Ihr könnt es euch schon denken, da müssen wir noch nicht lang. Okli-dokli, das heißt Gegengift. Aber das können wir schon abcrabben. Weiter geht's hier mit der VM-Surfer. Ja, kein Pokémobil, Lapras. VM-Surfer, Mann. Und ich glaube, dann sind wir größtenteils durch. Wir könnten ein bisschen was shoppen im... Ich glaube, Pokébälle muss ich mir holen. Kriegt man hier nicht geschenkt? Nein? Dann... Ja, der Rest ist mir eigentlich voll Schnuppe. Machen wir 11 Pokébälle, das dürfte reichen. Und das Geld ist auch schon weg. Verdammte Axt. Wie bekommen wir neues Geld, indem wir andere Trainer besiegen mit unserem Epic Plinfa? Ja, dann los, ne? Dann los. Ist noch auf Level 5, deswegen sollte ich mich mal ranhalten. Bisher ansonsten kein wildes Pokémon geschnackt. Und jetzt ist sie schon wieder am Start. Markus, hast du deinen Eltern schon gesagt, dass du dem Professor helfen wirst? Hast du noch nicht, richtig? Ich weiß, du kannst es kaum erwarten, all die Pokémon zu sehen, aber du solltest deinen Eltern trotzdem Bescheid sagen, damit sie sich nicht sorgen, weil du nicht nach Hause kommst. Alter, man muss das machen! Ich kann mich nicht erinnern, das kriegt man zwar oft gesagt, aber man muss es nicht tun, ne? Bei mir, die Eltern im Spiel wundern sich nicht, wenn ich mal hier so ein paar Monate weg bin und ganz gediegen Pokémon-Champ werde. Das ist halt normal hier. Das kommt schon mal vor. 10-Jähriger ist wieder los, Champ werden. Aber na gut, wenn dem so ist. Mutters, bin zu Hause. Willkommen zu Hause, Markus. Geht es dir und dem Pokémon gut? Ruh dich doch etwas aus. Ich habe noch gar nicht wieder gekämpft. Das war schon geheilt. Oh, Markus. Wow, Professor Eibe hat dir eine so wichtige Aufgabe anvertraut. Oh, Schatz, viel Glück. Ich stehe hinter dir. Auch richtig, Markus. Ich habe etwas für dich. Das Tagebuch. Die Turbo-Treter hat sie uns schon in die Hände gedrückt. Nun auch das Tagebuch. Das ist ein Tagebuch. Hier werden die Ereignisse eines jeden Tages aufgeschrieben. So kannst du immer nachlesen, was du zuletzt alles erlebt und getan hast. Wow, eine Reise voller Abenteuer. Ich beneide dich, Kind. Und du bist nicht allein, du hast Pokémon dabei. Ich wäre so gerne an deiner Stelle. Ich komme jetzt einfach mit. Ich mache nur Spaß, Schatz. Wirklich, Markus. Ich bleib hier und du gehst und genießt dein Abenteuer. Denn wenn du neue Dinge erlebst und neue Sachen lernst, dann bin ich auch glücklich. Aber komm ab und zu nach Hause, denn ich würde gerne all die Pokémon sehen, die du gefangen hast. Wer ist sie denn?
Tut mir leid, aber ist mein kleiner Perl hier? Och, nein, ist er nicht. Oh, dann ist er wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Die Jungen riefen nur, dass er zu einem Abenteuer aufbrechen würde und weg war er. Er ist dickköpfig und rücksichtslos. Dabei wollte ich, dass er das hier mitnimmt. Mach dir keine Sorgen, Markus würde ihm das bringen. Das machst du doch nicht wahr, Markus, oder? Oh, wirklich, das würdest du für mich tun? Markus, dann bring das bitte, Perl. Das Paket. Oh, erstmal öffnen. Nächste Ecke laufen und öffnen. Mach's gut, Markus. Genieß dein Abenteuer. Ich muss kurz überlegen. So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Bitte bring das, mein Perl. Nun, ich bleib dabei, das ist alles ein bisschen komisch. Die Eltern lassen ihr 10-jähriges Kind einfach so in die große, weite Welt hinaus, voller Verbrechen, Mörder und schlechter Politik. Und ja, nee, einfach nur nein. Also klingt das so, als hätten die Eltern oder die Mutter zumindest selbst nie was erlebt. Wobei es ein paar Mal, glaube ich, thematisiert wurde, dass die Mutter auch schon früher Pokémon-Trainer war. Und nicht zu vergessen, der Vater von einem selbst, ne, der eigene Vater ist es in Höhen. Der ist auch Arena-Leiter. War doch der eigene Vater, ne? Nicht der von Heiko. Das war der eigene. Meines Wissens. Leider gibt es hier noch keine bewegenden Pokémon-Sprites wie bei Schwarz-Weiß und Schwarz-Weiß-2. Das, ist für mich jetzt auch nicht schlimm. Wobei man sagen muss, im Pokémon-Kristall haben sie sich ja auch schon ein bisschen bewegt. Oder hier nicht? Ich muss mal gucken, wenn der nächste spawnt. Weiß es gerade nicht. Es fühlt sich ein bisschen retro. Es ist okay. I'm okay with that. So, noch ein wildes. Wie gesagt, ein Staraptor im Team wäre schon ganz nice gewesen. Bidiza ist eher so der typische VM-Sklave. So wie Zickzacks oder Visor oder Radfratz. Nee, Radfratz gar nicht mehr so viel. Aber ich sehe da Parallelen. Ich glaube, ich sollte ihn sogar fangen dafür, ne? Als VM-Sklave, wenn irgendwas kommt. Ich glaube, wir machen das so. Wir nehmen Bidiza ins Team. Aber auch nur aus dem Grunde, so als... Wir nehmen Bidiza nicht ins Team. Critical Hit. Sollte ich das machen? Soll ich das überlegen? Immerhin haben wir jetzt Level 6 mit unserem Pingu. Kinderpingui, mal ist das lecker. Ich habe auch manchmal so Kinderpingui-Phasen und manchmal Milchschnitte-Phasen. Und manchmal gar keine. Will ich das Zeug nicht sehen. Aber Kinder Maxi King ist bei mir nicht so hoch im Kurs. Muss mir ein bisschen Karamell, ist nicht mein Ding. Karamell ist nicht mein Ding. So, das waren die unnötigen Hintergrundinfos, die keiner hören will, aber trotzdem jeder bekommt. Und mit einem geheilten Plinfer geht's jetzt endlich nach Norden. Mal sehen, ob sie uns durchlässt. Die Lucia. Na, darf ich jetzt? Vor allen Dingen, ich hätte ja auch einen Bären aufbinden können. Das kann die doch nicht kontrollieren. Ja, doch kann sie, aber macht sie nicht. Oh, stimmt. Markus, ich habe dir noch gar nicht gezeigt, wie man Pokémon fängt. Ich fange eines und du siehst genau zu, einverstanden? Oh man, hätte ich eben jetzt keinen Volltreffer gelandet, hätte ich vor dir einen Bidiza gefangen. Aber hey, kein Problem, fühl dich cool mit deinem Panflam. Ja, von wegen, du bist mir voraus. Guck mal, du hast einen Panflam auf Level 5. Ja, du hast ihm noch keinen Meter trainiert und willst mir was vom Erdbeerkrieg erzählen? Ich meine, die hat sich aufgespielt mir gegenüber, hallo? Er setzt Tackle ein, kaputt. Super mega critical. Ah, seine KP haben abgenommen, aber nicht sein Gewicht. Es ist bereit für einen Pokéball. Bidiza. Oder waren die hier Zierpurze und Zierpeise waren auch so ein bisschen die VM-Sklaven? Ich muss mich da nochmal schlau machen, glaube ich. Was wird das zweite Pokémon sein für mein Team? Ich glaube, ich weiß es, welches als nächstes kommt. Es gibt halt viele interessante. Ich kann mir schon ein paar sagen, die ich... Nee, ich sag noch gar nichts. Ist ja gar nichts. Lasst euch überraschen. Ich weiß nur, Sinnoh hat viel zu bieten. Und in Platin habe ich nicht so sinnotypische Pokémon genommen, sondern ein bisschen abstrakter auch. Aber war ein tolles Team mit Elevoltek, Xerox. Ja, Libeltra auch. Hä? Siehst du? Ist es nicht klasse? Eigentlich sollte man im Pokémon noch mehr KP abziehen, als ich getan habe. Zieh einem Pokémon so viele KP wie möglich ab. Denn ein Pokémon, das alle KP besitzt, ist sehr schwer zu fangen. Oh, und wenn du Pokémon mit einer Attacke im Schlaf oder so versetzt, sind sie noch einfacher zu fangen. Nun dann, Markus, für deinen Anfang schenke ich dir 5 Pokébälle.
Aber man bekommt doch welche geschenkt. Naja, habe ich jetzt genug, ne? Auf langen Reisen ist es sicherer, wenn du viele Pokémon bei dir hast. Außerdem ist es natürlich viel lustiger, wenn du Pokémon-Freunde dabei hast. Aber jetzt muss ich los. Bis dann und ciao! Ja, darf ich langsam ein bisschen anfangen? Jetzt müsste es so langsam vorbei sein, dieser Mann Anführungsstrichen Tutorial. In Pokémon Sonne und Mond geht das bedeutsam länger. Also könnt ihr euch jetzt nicht beklagen. Ja, so ein starrer Lili, aber ich fang's nicht. VM fliegen. Nee, ich werde das, unser Flug-Pokémon. Ich habe auch drauf geachtet, dass es Pokémon sind. Ich hätte zwar ein sehr interessantes mir angedacht, das wäre aber erst in der Afterstory aufgetaucht. Und zwar Magby. Ja, Magby, am Ende Magma, Magbrand. Nach Elevoltec wäre das eigentlich echt cool gewesen. Aber das Pokémon wirklich sehr spät. Ich habe mich für ein anderes Feuer-Pokémon entschieden. Alle Voraussicht nach. Bin ich gespannt, was ihr sagt. Wird natürlich wieder ein buntes Team sein. Und etwas ganz Neues mit dabei. Ein Typ, den ich alleine noch nie so hatte, der aber sehr interessant ist, weil das Pokémon einfach eine ganz andere Taktik hat. Nein, nicht Ninja Turm, keine Angst. So, der erste offizielle Trainer, also der richtige. Du bist ein Pokémon-Trainer, auch ich bin ein Pokémon-Trainer. Unsere Augen haben sich getroffen, also müssen wir uns messen. Unsere Augen haben sich erst getroffen, nachdem du mich hier angerempelt hast. Ich habe da nach rechts geschaut. Gunther! Mit dem Stahl-Lili. Was haltet ihr eigentlich von den Hauptcharakteren? Wenn ich hier so den Lucius sehe, den männlichen. Ich weiß nicht, die Kappe kam mir immer so ein bisschen französisch vor. So eine französische Kappe. Aber ist in Ordnung. Wie gesagt, ich mag es noch. Gibt ja auch hier noch mehr VMs. Kraxler und... Ja, und Kraxler. Ich sitze einmal hier ein bisschen Heuler ein, damit seine Angriffe nicht so krass sind. Das heißt, ich senke den Angriff dieses Staralili. Den physischen Angriff. Versucht er auch. Das macht den Kampf jetzt unnötig lange. Aber am Anfang ist es halt so ein bisschen nicht. Jetzt wäre so ein Critical Hit, so ein Volltreffer mal ganz gepflegt. Ich habe so ein bisschen Bedenken und fast schon Angst, dass der jetzt auch komplett auf der... Oh, yeah, Critical Hit. Sieht sogar aus, als wäre das so ein Mega, so ein Vierfach, Achtfach. Aber es wirkt halt nur so. Die haben halt nicht viele KP, deswegen geht der Balken auch schnell runter. Tschüss. Oh, yeah, Level 6. 7. Boah. Alter Schwede, don't mess with the Blindfach. Zu stark, einfach zu stark. Alter, ich komme am Ende mit meinem Level 100 Arceus nochmal zurück und dann reden wir weiter, ja? Tipps für Trainer. Jedes Pokémon, das im Kampf teilnimmt, erhält Erfahrungspunkte. Je öfter ein Pokémon im Kampf teilnimmt, desto stärker wird's. Weiß. Die Dame. Was sehe ich denn da? Ein Trainer. Ein Kampf, bitte. Kommt sofort. Schau auf Bestellung. Möchten Sie eine Cola dazu? Göre oder Schulkind? Göre Nadine. Oh, da habe ich jetzt wieder viele Abonnenten attackiert, ne? Göre Nadine. Ich habe da nur vorgelesen, ich kann da nichts dafür. Ja, die hat jetzt einen niedrigeren Level. Trotzdem, ja, ich muss nach dem Kampf einen Trank benutzen oder sogar während dem Kampf. Nö. Muss nach dem Kampf Trank benutzen. Wenn nicht sogar die es macht. Aber ich sag einfach mal nein. Kann sein, dass es so ein bisschen demonstrativ der Fall sein soll. Der zieht nur ein KP ab. Was ist bei ihm los? Ich bin halt Level 7, ne? Meine Schwede. Level 7. Ja, fast sogar schon wieder eins höher. Was ist los? Du, Blindfach, ich wollte dich nicht in diesem Part noch entwickeln, ne? Hatte ich nicht vor. Aber dein Blubber, das ist doch gut. Das dürfte stärker sein, auf jeden Fall. Und das ist halt Typ Wasser. Ne, Pfund, Typ Normal. Blubber-Typ Wasser. Brauche ich den meisten nicht erzählen, aber es soll immer noch Leute geben, die... Ja, jeder muss mal anfangen, ja? Jeder fängt bei Null an. Die Pokémon-Materie geht ja so weit, dass ich das wirklich schon mitbekomme, dass manche sich gar nicht an die Spiele rantrauen, sondern halt vorher YouTube gucken wollen, um ein bisschen zu verstehen, um was es geht. Ja, und da kann man schon mal sagen, ja, dass jede Attacke einen eigenen Typ hat, dass die Typen aufeinander effektiv sind, aber man kriegt da auch vieles mit.
und man lernt so ein bisschen selbst. Muss gestehen, damals zu Zeiten der ersten Generation waren wir Schulkids alle so ein kleines bisschen aufgeschmissen, was überhaupt das zu bedeuten hat. Spezialwert, Init. Was heißt Init? Ja? Schnelligkeit, toll. Wusste keiner. Ja? Oh Mann, mal gucken, was kommt. Pizza fangen? Wir haben noch keins. Ich glaube nicht, dass die VM fliegen. Ich glaube, es kommt erst unser Flugteammitglied. Das wird was Cooles, wirklich. Ich verrate so viel. Ich komme mal ganz kurz auf meinen Zettel. Wir haben... Naja, ohne zu viel zu verraten, wir haben Pokémon dabei, die sich halt... Nee, ich verrate zu viel. Nein, ich würde zu viel verraten, dadurch, dass ich jetzt gerade vom Flugpokémon geredet habe. Wir wüssten es alle schon. Lass uns kämpfen und ich werde gewinnen, denn ich bin der Kettenraucher und das, obwohl ich erst 8 bin. Logan, wir müssen drüber reden. Oh, Shinux. An den habe ich ja gar nicht gedacht. Den hatten wir nicht, ne? Wir hatten in Pokémon Rubin, nicht Omega Rubin, Rubin hatten wir den... Oh, na sag schon. Voltenso, Fritzelblitz. Der Prali. Mit Silberblick senkt er unsere Verteidigung, was eigentlich ziemlich uncool ist. Ja, Einschlag dürfte auf jeden Fall überleben, wenn er angreift. Es sei denn, es ist ein Critical, dann haben wir hier schnell das Game Over. Bitte nicht. Ich glaube, sogar ein Critical hätte ich überlebt. Danach muss es allerdings mal ein Trank sein. Was soll der Geiz? Ne? Haben wir Tränke? Haben wir überhaupt Tränke? Ja, es gibt einige Pokémon, die fehlen oder die für diese Generation oder diese Region stehen. Und zwar... Immer Spaß. Ich möchte mich mit vielen verschiedenen Menschen messen. Nimm doch einen Zug. Items, Tasche, Medizin, doch einen Trank. Dann, wenn nicht jetzt, wann dann? Schalellos zum Beispiel, oder Gastrodon. Mal gucken. Bin mir gar nicht sicher. Aber es gibt halt viele Möglichkeiten. Manche Pokémon erscheinen morgens, andere sieht man nur nachts. Ich werde so lange hier warten, bis ich jedes einzelne gesehen habe. Und ich bin mir sicher, du wirst den Rest unseres Abenteuers im letzten Part wirst immer noch hier stehen und warten und hast immer noch kein Starrlady gesehen. So ist es halt manchmal, ne? So ist das. Die Frauen, die nicht schwanger werden wollen, die werden schwanger und die schwanger werden wollen, die können keine Kinder kriegen. Das ist einfach gefühlt immer so der Fall. So. Da war ein Shinux. Hätten wir uns fangen können, theoretisch. Jetzt wissen wir schon mal, wo es die gibt. Oh, nee. Die alte, ey. Hi, Markus. Fängst du Pokémon? Ich denke, du würdest dich bestimmt sicherer fühlen, wenn du mehr fangen würdest. In Jubelstadt gibt es eine Trainerschule, die... Nun, du weißt schon. Markus, du solltest sie besuchen. Da bekommst du wertvolle Informationen. Ach ja, Perl ist auch zur Trainerschule aufgebrochen. Und hat sich erbrochen. Na, dann mach's mal gut. Ja. Ich glaube, die Stadt mag... Obwohl... Ich mag hier fast alle Städte. Das ist voll komisch. Weil manche sind auch komisch. Und ich bin auch komisch. Und ihr seid auch komisch, denn ihr guckt einem komischen Typ bei einem komischen Spiel mit komischen Städten zu. Aber wir lieben es, wie es ist, ne? Jubelstadt, Stadt des Frohmuts. Was haben wir hier drin? Wer seid ihr denn? Ihr macht hier gerade wichtige Gespräche, Haushaltsversicherung? Hallo, du, der Trainer. Wenn du mit deiner Weisheit am Ende bist und nicht weißt, wie es weitergehen soll, sprich mit Leuten, sprich mit jedem, den du siehst. Sieh die verschiedenen Orte an, reise, wohin du auch reisen kannst. Und so wirst du immer wieder Neues erfahren und erleben. So ist das Leben eben. Es wird immer Regen geben. Pokémon sind wunderbare, geheimnisvolle Kreaturen. Aber die Trainer scheinen immer nur an das eine zu denken. Ans Kämpfen! Ja, oftmals. Hat man das Gefühl, ja, in der Tat. Dafür sind sie die meisten auch gar nicht mal so stark. Wusste es eigentlich schon, dass sich einige Pokémon-Arten dann entwickeln, wenn man sie vom Kämpfen stärker geworden sind? Und wenn sie sich entwickeln, dass sie dann ein ganz unterschiedliches Aussehen bekommen können? Ja, das weiß ich seit 1999. Danke. Das ist so etwas, wie die Entwicklung gibt, macht die Pokémon noch faszinierender. Das ist auffällig. Es gibt zweistöckige Häuser zuhauf in Sinnoh.
müssen oft mal hochlaufen. Ich glaube, nicht nur in Jubelstadt, auch überall woanders. Die haben ihre DS in der Hand. Solche Typen gab es ja schon mit dem Gameboy in der Hand, mit dem GBA in der Hand. Und jetzt haben sie natürlich einen DS, aber den alten, ersten grauen. Ne? Ist auch so eine Faszination. Der DS kam am 11. März 2005 raus und keinen hat ihn gejuckt. Ich dachte mir so, der größte Flop aller Zeiten. Nö, wird die meistverkaufte Konsole ever von Nintendo. Und zusammen mit der PS2 wirklich die meistverkaufte Videospielsystem, Konsole, wie auch immer, ever. Aber am Anfang nicht. Erst so zu DS Lite-Zeiten habe ich das Gefühl gehabt, ne? Und warum? Unter anderem wegen Pokémon Diamant und Pearl. Doch, wirklich. Mit Grund, würde ich sagen. Ich gebe meinen Pokémon immer ein Item zu halten, bevor ich sie tausche. Damit macht man dem anderen Trainer eine doppelte Freude. Ich tauche gerade mit meinem Freund Pokémon. Also stürme mich nicht. Hallo Trainer, weißt du viel über Pokémon? Ja. Ah ja, du bist wirklich sehr klug, du klug Kind. Ich wusste sofort, dass du die Trainerschule nicht besuchen musst. Aber du kannst ja trotzdem mal einen Besuch abstatten, wenn du Zeit hast. Vielleicht lernst du ja doch noch was Neues. Ich werde es wohl machen, aber nicht so ausführlich, ne? Da ist er auch schon. Die ersten Schritte werden gemacht. Hier ist es auch interessant, aber noch nicht, ne? Hier drüben ist GTS, die globale Tauschstation. Oh, du hast noch keinen Orden. Tut mir leid, aber die GTS steht nur Trainer mit Orden zur Verfügung. Sorry. Dann brauche ich Orden. Und wie werde ich besser? Indem ich in die Trainerschule gehe. Ich glaube, erstmals ist in Sonne und Mond wirklich Pflicht, dass man sie macht. Aber wir werfen kurz einen Blick rein, so viel ist ja doch gar nicht. Frau Lehrerin? Du bist noch nicht so lange ein Trainer, stimmt's? Solltest du die Sachen durchlesen, von denen du noch keine Ahnung hast. Also alles. Hey Markus, bist du auch hier, um etwas zu lernen? Ich habe alles auswendig gelernt, was an der Tafel gestanden hat. Schließlich habe ich als Trainer dafür zu sorgen, dass meine Pokémon im Kampf nicht verletzt werden. Und was machst du hier, Markus? Was? Du hast ja das für mich? Markus hat das Paket übergeben. Und dann sich selbst. Und was ist das? Klasse, das ist eine Landkarte. Oh, aber wieso sind da gleich zwei Karten? Ich finde ja klasse, aber ich brauche nur eine. Hier, Markus, du kannst eine haben. Nice gedealt. Wenn ich mir die Karte so betrachte, werde ich als nächstes wohl nach Erzelingen gehen. Dort gibt es eine Arena, genau das Richtige, um das Pokémon, das ich gerade gefangen habe, zu stärken. Ich bin schließlich auf dem Weg, der größte Trainer aller Zeiten zu werden. Man sieht sich. Bis dann und ciao. Aha. Die Schulstunde ist noch nicht vorbei. Was ist bei dir los? An der Tafel sind Statusveränderungen von Pokémon aufgelistet. Welches Thema möchtest du lesen? Gif, Parf, Gif oder Ende? Ich erzähle es mal ganz kurz selbst, ja, die stehen für, wirklich für die Leute, die es nicht wissen, vergiftet, paralysiert, schlafend, brennend und eingefroren. Und was es im Detail ist, werden wir vermutlich alles, außer vielleicht gefroren, im Let's Play sehen. Obwohl gefroren, es gibt viel Eiskram hier in der Region. Ich habe ein Essay geschrieben, was zeichnet einen wahren Pokémon-Trainer aus? Das ist das Heft eines Schülers. Pokémon werden mit Pokémon-Bällen gefangen. Bis zu 6 Pokémon können den Trainer begleiten. Ein Trainer ist jemand, der Pokémon fängt, sie aufzieht und mit ihnen kämpft. Die Aufgabe eines Trainers ist es, die starken Trainer, die ihn in der Arena zu erwarten, zu besiegen. Mhm. Pokémon können Items tragen, aber sie wissen nicht, was sie mit Items von Menschen wie Trank oder Gegengift machen sollen. Ja, können sie doch trotzdem tragen. Benutzen tun sie selbst. Heute haben wir etwas über die verschiedenen Typen von Pokémon gelernt. Der Pflanzentyp ist schwach gegenüber Feuer. Feuer ist schwach gegenüber Wasser. Wasser ist schwach gegenüber Pflanze. Glaube ich wenigstens. Oh, richtig, 100 Punkte. Ich habe mich gerade erst mit meinem Pokémon angefreundet. Daher weiß ich nicht, ob das klug ist, aber können wir gegeneinander kämpfen? Pff, los geht's. Ich muss immer Dinge ausprobieren, die ich gelernt habe, bevor ich sie wieder vergesse. Mal gucken, was die Alte drauf hat. Nix außer Zahnbelag. Schulkind Lotte, was die Alte drauf hat vor allen Dingen. Aber ein eher selteneres Pokémon. Geht. Besser als so starre Lili jetzt. Ein Abra. Das ist voll blöd, weil der kann doch nur Teleport. Ach, ja gut, erste Gen konnte er nur Teleport. Wir sind die vierte Gen. Tut mir leid. Ein Teil von mir hängt immer und wird immer, für immer, in der ersten Gen gefangen bleiben. Ein kleiner Teil wird für immer in der zweiten Gen gefangen bleiben. Und der Rest ist gegenüber dem Rest offen. Denn ein Teil sagt, ab der vierten Gen alles danach ist scheiße. Aber der Großteil sagt, alle Pokémon-Werke zusammen sind gemäß ihrer Zeit Meisterwerke. So. Dieses Abra
Ist ja gar nicht mal so schlecht drauf. Der hat es schon ordentlich geschafft, uns ins Schwitzen zu bringen. Das habe ich fast befürchtet, ein Volltreffer. Also das darfst du keinem erzählen, ne? Das darfst du keinem erzählen. So, dann schneide ich das Video jetzt so zusammen, dass keiner mitkriegt, dass ich hier besiegt worden bin. Ja, toll. Hätte ich das Bilizer gefangen, ne? Hätte Fahrradkette. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte auch der Haas gefangen. Jetzt bin ich auch wieder in St. Gemme. Toll. Ey, Leute. Alter Schwede, der werde ich was erzählen mit ihrem Abra. Critical. Da kommt ihr an mit so einem billig Abra auf Level 0. Ja, so ein Level 0 Abra. Gut, damit muss man rechnen. Ich gebe es ja zu, aber ich bin halt am Anfang noch ein bisschen... Okay. Sagt mir, ich habe einen Fehler gemacht. Ist noch nicht. Ich nehme es als Kritik. Berechtigte Kritik. Wisst ihr was? Wir hauen jetzt noch ein wildes Pokémon in die Pfanne. Haben Level 9, auch wenn er es gar nicht verdient hat, aber... Der kriegt voll auf die Fresse. Eigentlich müsste ich den Trainer auslassen und am Ende des Abenteuers im letzten Part nochmal antanzen und mich in dem Apa rächen. Ganz im Ernst, das wäre eigentlich nur logisch. Das wäre das einzig Wahre, was wir machen können hier. So, Bidiza, dann halt mal her als Kanonenfutter für mein atomares Blindfahr. Ich bin nur gut drauf, Freunde. Manche mögen es nicht, wenn ich so rede. Hier habe ich einen Critical, ne? Ja, klar. Manche nicht, aber ich bin gerade so entschuldigt. Level 9! Das kriegen wir auch so hin. Ich war halt auch ungeheilt, ne? Ungeheilt. So. Revanche. Ich habe mich gerade erst angefreundet, Mann. Ich bin so schlecht. Was? Lest mal euch durch, wenn man antwortet, ich will nicht mit dir kämpfen. Nein. Buh. Willst du ein Abenteurer sein? Als Abenteurer darfst du nicht schüchtern sein, sondern musst auf die Leute zugehen, mit ihnen reden und dann könnt ihr gegeneinander antreten. Geht so. Die Helden im Pokémon sind alle irgendwie ziemlich stumm. Die ganze Zeit reden, fallen meist auf die Schnauze, nicht wahr, Gary? Okay, Lotte. Ah, volle Lotte, ne? Sportfreunde Lotte. Da standen die Wetten. Wann geht er zum ersten Mal down? Oh, Part 40? Part 60? Part 80? Gar nicht? Da kommt hier das Level 0 Abra. Ja, er hat halt ein bisschen mit seinem Kraftreserve Quatsch, aber ich habe trotzdem mir gedacht, so, kriegen wir hin. Ja. Ganz locker flockig. Kriegen wir das hin. Ich hätte jetzt auch am Anfang des Kampfes, wenn, dann am Anfang des Kampfes mit Heuler zuschlagen können. Es ist jetzt eigentlich so ziemlich dieselbe Situation. Jetzt dürfte ein Pfund ausreichen. Die Sache ist die. Setzt dein Critical? War es das nochmal? Setzt er aber nicht. Die Rache ist mein. So soll das sein. So ist es fein. Da wir nun das Abra des Todes besiegt haben, hoffe ich, dass das mit euch, von euch, mit einem Daumen nach oben belohnt wird. Im nächsten Part geht es dann also hier weiter. Meinst du, es wäre besser gelaufen, wenn ich einen Trank verwendet hätte? Hätte ich auch einen benutzt. So sieht's aus. Also gut, dann reißt euren Daumen ab und gebt ihn mir und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!